Wir sind heute bei Wirth in der Montagehalle der Vorfertigung. Hinter mir sehen wir ein TGA-Modul, wo wir sukzessive die Weiterentwicklung vorangetrieben haben. Das heißt, nach der ingenieurstechnischen Ausarbeitung sind wir noch weiter in die Konstruktion reingegangen, haben uns wirklich mit den Elementen im Detail beschäftigt, um hier das Element so weiterzuentwickeln, so voranzubringen, dass es nachher für die Produktion und für die spätere Montage funktioniert. Das Modul selbst wird vorab bei offener Fassade in die Geschosse eingebracht. Anschließend wird es vertragen auf den einzelnen Ebenen, auf Hubtische aufgebracht und dann an die Decke gefahren. Dort wird es mit 5 Schrauben je Seite fixiert und die Elemente untereinander noch verbunden. Eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz der Module ist, dass man wirklich von Anfang an diesen modularen Gedanken verfolgt. Ja, wichtig ist, dass man integral denkt, nicht in einzelnen Gewerken, sondern wirklich die sämtlichen Gewerke, so wie wir sie in dem einen Modul wiederfinden, wirklich planerisch so umsetzt. Dann ist eine Modularisierung der Gebäude extrem hilfreich, weil ich es dadurch schaffe, möglichst viele gleiche Teile zu erzeugen, was letztendlich den Vorfertigungsprozess und damit die Kosten optimiert. Und der Einsatz der BIM-Methode und der 3D-Planung, was inzwischen in nahezu allen Projekten Standard ist, ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, der für den Einsatz des TGA-Moduls entsprechend erforderlich ist. Wir denken natürlich an die Zukunft der Baustellen, wir denken an die Zukunft der Bauwirtschaft, an den Arbeitskräftemangel, der auf den Baustellen allseitig bekannt ist. Und jetzt konnten wir als Vorzeigeprojekt auch dieses System wirklich beplanen, umsetzen, haben mit der Firma Wirth einen hervorragenden Partner gefunden, der die gleiche Zielrichtung hat, Innovation und Technik auf die Baustelle zu bringen. Und jetzt im eigenen Projekt wollen wir das umsetzen und sind mit dem Musterprojekt wirklich schon einen ganz großen Schritt weitergekommen. Beide Unternehmen sind zwei innovative Unternehmen, Dresden Sommer sowie auch das Hause Wirth. Sie schauen weit in die Zukunft und machen sich sehr, sehr viele Gedanken, wie die Zukunft aussieht in der Bauwirtschaft. Wie kann man schneller, effektiver werden? Und so kam auch die Konstellation zusammen, dass man öfters miteinander gesprochen hat, um die zukünftigen Projekte termingerechter, preisgerechter im Grunde genommen zu praktizieren, sodass im Grunde genommen der Bauherr das größte Nutzen davon hat. Und wenn man innovativ ist, dann gehört es auch dazu, dass Profis zusammensitzen, und so möchte ich beide Unternehmen bezeichnen.